Aber ich habe mir gedacht, es ist ganz gut, so ein paar snackige Sachen da zu haben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Samstag Nachmittag, nach 16 Uhr, glaube ich. Wir waren heute Morgen bei Alex Eltern zum Brunch eingeladen. Jetzt sind wir wieder zu Hause, wir sind schon eine ganze Weile wieder zu Hause. Und haben es uns hier mit Tee und so gemütlich gemacht. Bald ist Zeit, ein Feuerchen anzumachen. Ja. Alex hat es hier richtig mega gemütlich. Ist gemütlich. Wir haben gerade unseren Teppich hier hingelegt. Wir waren so angefixt von dem Teppich unterm Esstisch. Und es ist einfach so, macht den Raum so gemütlich und so hell auch wieder hier. Also wir sind ganz begeistert. Und es ist halt einfach geil, hier so warme Füße irgendwie zu haben durch den Teppich. Wir sind richtig teppichübermütig geworden. Ich hatte euch ja in einem der letzten Vlogs diesen Teppich-Fleckenentferner gezeigt. Und ich muss eine ganz große Empfehlung für den aussprechen. Gerade wenn man eben hier so freche Haustiere hat, der ist fürs Büro übrigens. Da wollten wir auch unbedingt einen haben, weil da ist der Boden doch ziemlich kalt. Heute Nacht hat nämlich irgendjemand sich toilettentechnisch auf dem Teppich erleichtert. Ekelhaft, sage ich euch. Ich habe Mine im Verdacht. Der hat das schon mal gemacht mit einem anderen Teppich und man sieht gar nichts mehr. Es ging alles wunderbar weg. Richtig, richtig gut. Und deswegen haben wir hier jetzt uns auch getraut, noch einen Teppich hinzulegen. Und das ist halt Kunstfaser. Also ich würde jetzt keinen echten Wollteppich da hinlegen. Aber richtig, richtig hübsch gemacht und gute Qualität. Hallo! Und deine größte Freude ist, dass wir hier einen großen Karton haben, gell? Wow. Und eine kleine Ecke haben wir hier vorhin auch umdisponiert, gell, Mimi? Wir haben nämlich das Klo jetzt so umgedreht. Ich muss das von außen mal noch sauber machen. Es ist hier so richtig eingestaubt in der Ecke. Und haben eine von diesen Lochmatten gekauft. Könnt ihr sehen, da hängt schon richtig gut Klostreu drin. Und die kann man... Die kann man ausschütteln dann später. Also da durch diese Wabenstruktur müssen die Füßchen sich so ein bisschen abrollen von den Katzen. Und dann fällt das Klostreu da raus und dann kann man das so ausleeren. Also irgendwie so mit zwei Lagen funktioniert das. Auf jeden Fall dachten wir, wir probieren das jetzt auch mal so aus. Diese Schaufel müssen wir dringend sauber machen, das ist ja widerlich. Und dann ist das so ein bisschen versteckt. Das ist jetzt mal so die beste Lösung für den Moment. Wir wollten ja eigentlich gerne hier vielleicht auch so eine Truhe haben. Oder wir machen die Truhe oben hin. Das steht alles noch nicht so ganz fest. Deswegen ist das so ein bisschen die Chaos-Ecke hier. Und eine kleine Samstagsänderung noch. Ich habe gerade hier mal gesaugt, weil wir uns was Neues auch für unseren Holzkorb überlegt haben. Und zwar wollen wir gerne diesen Korb hier verwenden. Da hatten wir vorher unsere Decken drin und haben da jetzt so einen Baumwollsack reingespannt. Damit es hier so ein bisschen dezenter in der Ecke ist. Wir hatten nämlich so einen anderen Riesenholzkorb und der hat einfach ein super unhandliches Format, verliert mega viel Dreck und ist so groß, dass man ihn eh nicht befüllen und dann noch tragen kann. Deswegen haben wir das jetzt alles mal so ein bisschen umgeräumt. Die Ecke sieht jetzt so aus. Da war vorher dieser Deckenkorb. Decken haben wir aber auch so auf der Couch liegen. Und dann steht hier jetzt außerdem der Schaukelstuhl. Und an der Stelle kann ich mal ein kurzes Langzeitfeedback zu diesem Staubsauger geben. Den haben wir ja letztes Jahr gekauft oder so, glaube ich. Das ist der, kann man das lesen? Hier Speed Series, nee, nichts mit Speed, Philips 8000 Series Aqua. Aqua Speedmax Pro oder irgendwie sowas in der Art heißt der. Und ich dachte, die Wischfunktion sei super praktisch. Da braucht man dann so einen anderen Aufsatz. Fakt ist, dass wir das nie nutzen. Also ich glaube, ich habe das so zweimal tatsächlich verwendet. Und dann habe ich gemerkt, dass es einfach zum Wischen wirklich nicht praktisch ist, wenn man es nicht jetzt einfach so zum kurz durchwischen benutzen möchte. Also wenn man sagt, ich benutze diesen Aufsatz einfach jeden Tag und das ist jetzt auch nicht so mit der Intention, ich möchte wischen, sondern eher so mal einmal kurz, wie wenn ich mit so einem Swiffer durch die Wohnung gehe oder so, dann ist schon in Ordnung, aber so für unsere Zwecke war das doch nicht so das Richtige, weil dieses Tuch, was man da dran hat an diesem Aufsatz, das müsste ich ja dann theoretisch auch
alle paar Meter abmachen, auswaschen, neu dran kletten. Dazu muss ich den Fuß aber falsch rumnehmen, der hat so kleine Löcher drin, dadurch trippelt die ganze Zeit das Wasser in dieses Tuch rein. Das heißt, irgendwann ist das klatschnass, am Anfang ist das eher noch trocken, also es ist so semi-optimal. Und wir sind nicht so zufrieden mit der Saugleistung von dem Staubsauger. Also die hat wirklich deutlich nachgelassen, obwohl wir diesen Filter regelmäßig wechseln. Wir haben neue Filter gekauft und leeren den auch regelmäßig, machen ihn sauber, spülen diesen Schwamm aus, den man da ausspülen kann, auch diese Drehbürste unten. Jetzt geht es aber damit los, dass der ganz oft unten ausfällt, der Fuß. Also dann dreht sich diese Bürste nicht mehr, dann geht das Licht nicht mehr. Ja, und die Saugleistung ist nicht mehr so gut. Also der kriegt das Zeug irgendwie nicht so richtig gegriffen. Und ich muss sagen, mit Tierhaaren und vor allem auch mit Katzenklostreu ist er schon ein bisschen überfordert. So unsere Erfahrung. Also das Klostreu wird eher so durch den Raum geschossen, als dass es wirklich eingesaugt wird. Und ich habe dann das Gefühl, ich habe hier doch gerade gesaugt. Hier ist immer noch alles voll mit Streu, obwohl die Katzen nicht durchgelaufen sind. Das ist so ein bisschen nervig. Und wir haben halt unten so einen großen Staubsauger im Büro, also unseren alten, der dann noch mit Kabel und so weiter funktioniert. Aber der hat halt eine viel höhere Saugleistung. Das merkt man jetzt so im Kontrast. Ja, und das ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob alle von diesen Akkudingern so sind. Oder wir haben unten einen Dyson, ob die Dysons ein bisschen besser sind. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr irgendeine tolle KatzenhalterInnen. Akkusaugererfahrung. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe gerade noch den Ofen richtig schön geputzt und also die Scheibe gemacht und die komplette Asche raus und so. Und jetzt schnappe ich mir mein SUP-Board und gehe wieder eine Runde paddeln. Und was, du strickst wieder, oder? Ja, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich schlage jetzt doch noch ein neues Projekt an. Was nicht heißt, dass ich meine Decke nicht fertig mache, aber ich brauche noch was Zweites, was mehr Spaß macht als die Decke. Sollen wir wieder irgendwas anschauen nebenher? Ja, also du kannst was aussuchen, weil ich möchte Stricken in erster Linie. Ja, das ist doch gut. Richtig gut getan und vielleicht habt ihr es gerade im Zeitraffer gesehen. Man kann halt richtig, richtig viele Übungen mit diesem Homesub machen. Also halt nicht nur Stand-Up-Paddeln, sondern halt wirklich auch richtige Fitnessübungen machen. Trizeps, Bizeps, Bauchübungen, schräge Bauchübungen. Also keine Ahnung, da kann man noch so ultra kreativ sein. Ich glaube, ich habe auch erst so einen Bruchteil damit gemacht, was man überhaupt machen kann. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt warten wir auf Essen. Wir haben uns nämlich gedacht, erst hatten wir gedacht, wir wollen nochmal essen gehen, weil alle immer sagen, oh, geht nochmal essen, bevor euer Sohn dann auf die Welt kommt und so. Und wir waren letztes Wochenende, glaube ich, essen oder vorletztes Wochenende zusammen. Und jetzt aber irgendwie wegen Corona haben wir gesagt, ach, muss jetzt auch nicht unbedingt sein, in irgendein volles Restaurant zu gehen. Und deshalb haben wir uns jetzt lecker Sushi bestellt. Das müsste eigentlich bald ankommen. Also eigentlich war es irgendwie... Hätte es schon da sein sollen, oder? Nee, jetzt dann gleich. Ah, okay. Sehr gut. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt dann ein Sushi-Date. It's the time of the year again! Wir haben uns vor ein paar Jahren diese Box gekauft mit allen Filmen. So. Und da hört ihr das Feuer knistern und hier ist jetzt Sushi und oh mein Gott, ich bin so happy. Das ist für mich der Inbegriff von einem gemütlichen Abend, oder? Genial. Ja, also für mich gehört Harry Potter zur Weihnachtszeit. Die Vorweihnachtszeit beginnt bei uns jetzt langsam. Definitiv dazu. Oh, ah, jetzt kann man den Tisch natürlich nicht mehr so gut schieben mit Teppich drunter. Man sehen kann, gell? Geht.
Bei uns sind mittlerweile fast alle Bäume kahl. Das heißt, es sind kaum mehr Laub drauf. Naja, da sehe ich noch einen, der ganz schön voll ist. Weil der hier ist komplett leer. Und hier eigentlich überall auch. Aber hier, die haben noch ganz schön viel Laub. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, räche ich mal wieder den Garten zusammen, weil ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt nichts mehr runterkommt, aber so die nahen Bäume sind auf jeden Fall weg mit Laub. So, hier, das werde ich mal zusammenrechen, ein bisschen zusammenfegen, damit der Rasen schön befreit ist und vielleicht lasse ich hier irgendwo so einen Haufen oder ich schmeiße ihn einfach hier runter in unseren Wildwuchs. Sieht es doch wieder einigermaßen gut aus. So ein paar Blätter kleben halt so richtig auf den nassen Fliesen. Aber so kann ich es lassen. Du hast aber einen richtig schönen Strauß gebunden. Gell? Sieht richtig hübsch aus, ja. Ja, danke. Wir gehen nämlich jetzt zu Freunden, ne? Zum Kaffee trinken. Und haben hier ein kleines Sträußchen mitgebracht. Ich habe wieder meine gestrickten Oma-Puschen ausgepackt, die so gemütlich sind. Ich habe jetzt aber noch so Zeug bestellt, um unten so eine Klebesohle dran zu machen. Also so Gumminoppen sozusagen. Ich glaube, das ist dann vielleicht mit Baby eine ganz gute Idee, um so auf Nummer sicher zu gehen. Und ansonsten habe ich festgestellt, dass das ungefähr so mein neuer Lieblingslook ist. Also so Röcke, so Tube-Stretch-Röcke mit so einer Schwangerschaftsstrumpfhose drunter, die so einen richtig bequemen Baucheinsatz hat. Und dann einfach irgendein Oberteil drüber, zum Beispiel jetzt das. Das ist gecroppt und ich habe festgestellt, das ist das optimale Stilloberteil, ne? Also das kann ich wunderbar auch nach der Schwangerschaft weitertragen. Deswegen haben wir das auf, also diesen Schnitt in der Frühjahrskollektion bei Mala dann auch wieder dabei. Also weil das ja von uns ist, aber das ist jetzt so innen angeraut und das ist dann vielleicht im Frühjahr ein bisschen warm. Aber dann aus anderem Material, damit man das dann auch schön so tragen kann. Und dann kann man das halt auch in der Schwangerschaft schon anhaben, weil es gut über die Kugel passt. Ist ganz schön am Start mittlerweile. Riesig! Ich kann es manchmal gar nicht glauben. Wow! Verrückt, oder? Aha, das ging so schnell jetzt, dass es so riesig wurde. Ja, aber es ist auch immer ein bisschen je nachdem, wie er liegt. Ich glaube, jetzt liegt er nämlich wieder mit dem Rücken vorne, dann ist das alles nochmal ein bisschen kugeliger. Und wenn er so ein bisschen anders liegt, dann steht der Bauch nicht ganz so arg raus. Den Bauchnabel sieht man trotzdem, trotz der vielen Schichten nicht. Es ist schon wieder dunkel. Es war sehr nett beim Kaffee trinken und ich bin schon mitten dabei am Jonglieren. Wir waren ja gestern bei meinen Eltern zum Brunchen und mein Papa macht so ganz viele Dinge, gerade Brain Activity Sachen, wo man beide Gehirnhälften und sowas verbindet. Und er geht mega ab im Jonglieren und ich kann es überhaupt nicht. Und jetzt habe ich Bälle mitgekriegt und ich möchte es unbedingt jetzt ein bisschen üben, dass ich hier halt so ein bisschen besser das kann. Also ich schaffe das immer so ein paar Sekunden und dann werfe ich sie irgendwo hin oder ich werfe sie aneinander. Also falls ihr Tipps habt für mich, wie ich das besser machen kann, gerne reinschreiben. Das Schwierigste ist der Anfang auch. Und manchmal kommt man in den Flow und dann wirft man es wieder irgendwo hin. Wie gemütlich findet ihr diese Situation? Sehr gemütlich, oder? Ich bin die ganze Zeit leicht besorgt, ob ja. Ich vielleicht gleich einen Ball abkriege. Ach, ich habe schon unter Kontrolle. Das Wichtige ist, dass man an nichts denkt, hat mein Papa gesagt. Mach ich, kann man ja gar nicht. Ich glaube, man darf es halt nicht verzwingen bei den ganzen Sachen. Verzwingen? Erzwingen. Darf ich jetzt die Weihnachtsplaylist anmachen oder willst du noch weiter Deutschrap hören und dabei jonglieren? Nee, du darfst es von mir aus machen. Danke. Vielleicht bin ich ja dann besser, vielleicht beruhigt mich das ja. Eben. Vielleicht ist die andere Musik mal besser für mich. Und das gibt es jetzt bei uns zu essen. Wir haben ja am Freitag Raclette mit Freunden gemacht und davon sind noch Kartoffeln übrig geblieben. Die habe ich einfach in Scheiben geschnitten mit ein bisschen Tofu und Zwiebeln und ja, Bratkartoffeln draus gemacht und dazu Salat und Quarki. Heute mache ich es mir hier oben ganz gemütlich. Alex ist auf einem Workshop
Und ich möchte noch ein paar Sachen am Computer fertig machen, um dann Ende der Woche wirklich final einen Abwesenheitsnotizassistenten-Dingensbummens einzustellen und dann einfach weg vom Fenster zu sein, so ein bisschen. Aber ich muss noch so ein paar Insights verschicken von vergangenen Kooperationen, Rechnungen verschicken, Rechnungen begleichen, ein paar E-Mails beantworten. Das ist ja meine Liste. Ich habe eine kleine Liste. Genau, das ist jetzt mal so heute auf dem Plan. Alex hat vorhin noch ein Feuer gemacht, bevor er gegangen ist. Und ich fütter es die ganze Zeit, damit es auch schön anbleibt. Ist richtig gemütlich hier. Und ich glaube, ich setze mich jetzt in den Schaukelstuhl mit dem Laptop. Ich bin wieder zurück. Es war sehr cool heute. Ich kann euch da bald mal mehr dazu erzählen. Ich war auf so einem Workshop für so eine spezielle Maschine, so eine Hand-CNC. Shaper Origin heißt die. War sehr cool, hat mir richtig Spaß gemacht. Und jetzt waren wir gerade noch einkaufen. Und zwar haben wir so ein paar Sachen für die Geburt gekauft. Einfach nochmal so Essenssachen, weil ja währenddessen, oder keine Ahnung, ob man währenddessen ist, aber auch so fürs Wochenbett. Und einfach so Sachen, wie man vielleicht unter der Geburt zu Energie kommt, indem man irgendwie Sachen isst. Haben wir verschiedene Sachen auf jeden Fall bei DM gekauft. Unter anderem auch hier so Quetschies. Das sind eigentlich für Kinder. Aber ich glaube, das ist vielleicht ganz geil, wenn man nicht so wirklich eigentlich Hunger hat, aber vielleicht doch irgendwie ein bisschen Energiezufuhr braucht. Dann ist sowas vielleicht ganz cool. Und das hat mir Marie gerade gezeigt, auch im DM. Es gibt jetzt veganen Fleischsalat und Geflügelsalat in so, so Aufstrichform quasi. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Bei sowas ist Alex ja immer sehr gerne am Start. Ja. Meine Schwester ist ja den Weg schon gegangen einer Geburt. Und klar, jede Geburt ist anders und man weiß vorher nicht, was auf einen zukommt und was einen erwartet und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, es ist ganz gut, so ein paar snackige Sachen da zu haben. Also weil das bei ihr jetzt so die Erfahrung gezeigt hat, dass das da halt so ein bisschen gefehlt hat. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Und ich hatte mir gedacht, ich bin nicht so die so Lust hat dann auf Nüsse und so Brot oder sowas in der Art. Und deswegen ist natürlich auch Apfelmark am Start. Einfach sowas, was easy, flüssig gegessen werden kann. Wir haben so Smoothies geholt, die nicht gekühlt werden müssen. Kokosnusswasser. Kokosnusswasser ist allgemein ja so sehr befeuchtend und so und spendet viel Feuchtigkeit. Und dachte ich mir, das ist ganz cool. Dann sowas wie Aprikosen. Und dann so verschiedene Fruchtriegel. Also zum Beispiel einfach sowas hier. Das sind so diese ganz weichen. Und ich glaube, das ist halt ganz cool. Je nachdem. Ich weiß ja nicht, wie lange die Geburt geht, ne? Um so ein bisschen zwischendrin einfach was zwischen die Kiemen zu kriegen. Genau, und deswegen eben auch hier diese quetschi Geschichten. Einfach unterschiedliche Sorten haben wir geholt. Das ist ja im Prinzip auch nur pürierte Äpfel, pürierte Mangos jetzt in diesem Fall. Sonst nichts. Also einfach so. Und dann dachte ich mir, ich glaube, das ist ganz geil. Ich habe auch gehört, dass es cool ist, eine Trinkflasche zu haben mit Strohhalm, dass man in jeder Position trinken kann. Wir haben ja diese Riesenbottiche uns für den Schreibtisch geholt. Da ist das einzige Problem. Da passen ja 4 Liter oder sowas rein. Ist natürlich ein bisschen schwer. Hatte ich mir schon so überlegt, jetzt, keine Ahnung, eure Erfahrung, soll ich da einfach nur ein bisschen immer reinmachen, damit ich das selber noch halten kann? Brauche ich jetzt noch so einen Tumbler-mäßigen Becher, mit dem man auch so irgendwie trinken kann, der so ein Röhrchen fest drin hat, in den halt vielleicht nur so ein Liter reinpasst, dann kann man das immer wieder auffüllen. I don't know, vielleicht macht man sich auch zu viele Gedanken, aber ich stelle es mir chillig vor, wenn man nicht sich immer aufrecht hinsetzen muss, um was zu trinken aus einem Glas. Oder so. Die Sachen sind jetzt auf jeden Fall alle hier.
in dieser Kiste. Und natürlich ist das auch nicht nur für mich, sondern wir haben ja auch die Hebamme hier und Alex ist da. Und dann ist es halt ganz geil, wenn man einfach ein paar Snacks hat. Und für die Krankenhaustasche würde ich mir hier dann vielleicht einfach was rausnehmen, sollte es so sein, dass wir unter der Geburt ins Krankenhaus gehen. Dafür habe ich hier auch noch ein paar Kleinigkeiten besorgt, einfach damit ich das jetzt schon in den Beutel schmeißen kann. Ich packe einfach wie für eine Übernachtung. Ich hatte das ja im letzten Vlog erzählt, dass auf diesen Listen halt so Captain Obvious Sachen stehen für mich. Also sowas wie Lippenpflege gehört für mich in so eine Tasche rein wie meine Zahnbürste. Also habe ich aber allgemein halt immer dabei. In jeder Handtasche fliegt so ein Ding rum. Deswegen habe ich da jetzt auch nochmal einen neuen geholt, damit ich das einfach schon fertig packen kann. Eine Bodylotion, eine Handcreme und ein Duschgel. Das ist noch so eine kleine Zahnpasta hier. Da gab es gar nichts anderes. Was ist das überhaupt? Fürs Wochenbett habe ich mir außerdem noch die Teile hier geholt. Auch auf Empfehlung hin meiner Schwester. Sie hatte die in Größe ML und meinte, sie würde das nächste Mal sogar XL nehmen. Einfach damit da nichts einschneidet. Das sind zwei so Mesh-Dinger, in die man halt diese Fließwindeln reinlegen kann. Also diese krankenhausmäßigen Einlagen. Und diese Höschen kann man wohl dann auch waschen. Deswegen habe ich jetzt einfach eine so eine Packung geholt. Und dann hat sie mir die hier empfohlen. Und da habe ich mir jetzt auch so eine Packung gekauft von diesen Fließwindeln. Und online auf der DM-Seite hatten die auch die besseren Rezensionen als die andere Version, die es noch gab. Und manche haben auch geschrieben, die haben das dann so als Booster in die Windeln von ihren Kindern reingelegt. Also als noch was von übrig war nach dem Wochenbett dann. Auch da, ne, keine Ahnung. Das ist ja auch immer ganz unterschiedlich von Frau zu Frau, wie lange, wie intensiv das ist und so. Bin ich einfach vorbereitet, genau. Und das sind diese Einlagen, die man dann eben in diese Höschen da reinlegen kann. Und eine Sache, die ich mir gekauft habe, weil ich es hasse, wenn meine Haare in meinem Gesicht sind. Und dann habe ich mir so gedacht, das ist bestimmt was, was ich so gar nicht gebrauchen kann. Ist nochmal eins von diesen Bändern. Und zwar habe ich da eins. Ich weiß gar nicht, wie ich das in meinen Kopf kriegen soll. Das ist, glaube ich, voll klein. Aber ich dachte mir lieber, ja, weiß ich nicht, habe ich eins, was jetzt wieder gut passt. Weil das, was ich habe, das ist noch von zu Hause und noch von meiner Mama, glaube ich, ist richtig ausgeleiert. Und das ist so für hier, zu Hause, für Duschen und Gesicht waschen okay. Aber ob ich das bequem finde, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Das ist ja arscheng. Warum ist denn das so eng? Wo sind meine Ohren? Sieht aus, als hätte ich so eine Neopren-Badekappe an. Okay, ich glaube, das muss ich erstmal ein bisschen weiten. Ich wollte eigentlich nur so was Dünnes, so ein Mist. Klar, man kann auch ein Stirnband anziehen, aber die sind alle so dick, so winterliche Stirnbänder mäßig halt. Also ja, ich glaube, ich muss das erstmal noch so ein bisschen lockern. Ich habe das Gefühl, da ist überhaupt gar kein Stretchanteil drin. Weil so wird mir das ja die Ohren abschnüren. Da könnte ich ja jetzt eine Perücke drüber ziehen. Und man würde meine Ohren nicht mehr sehen. Gut. Das war vielleicht nicht der beste Kauf des Abends. Aber vielleicht lockert sich das ja auch noch. Genau wie dieses andere, was ich habe. Meine Idee war eben, dass ich die Haare aus dem Gesicht habe. So, das wollte ich sagen. Es ist jetzt 6:30 und so einer halben, dreiviertel Stunde kommt unsere Hebamme noch vorbei. Vorher wird es bei mir jetzt aber sehr verrückt. Vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe meinen Daumennagel auf beiden Seiten abgepult und hier mit dem Ringfinger angefangen. Und die anderen Nägel, der Nagellack ist einfach so weit rausgewachsen. Und ich habe so ein bisschen meine UV-Nagellack-Technik verbessert. Und jetzt löst sich das nicht mehr. Also vorher habe ich das richtig gut unter der Dusche abpulen können. Und weil ich jetzt nicht mit Aceton rummachen möchte, habe ich hier den Dremel. Und mit dem Dremel schleife ich das ab. Das habe ich das letzte Mal auch schon gemacht, weil das letzte Mal das gleiche Problem war. Ja, gibt durchaus optimalere Tools, denke ich. Aber passt jetzt. Ja, das muss jetzt einfach weg. Vielleicht kennt ja jemand eine gute Peel-Off-Base. Ich habe gesehen, von Neonail gibt es da jetzt auch sowas, aber ich weiß nicht, ob das eine richtige Peel-Off-Base ist.
Da steht irgendwie dabei, das ist so eine Easy-Off irgendwas. Aber ja, keine Ahnung. Wenn jemand einen Tipp hat, schreibt es mir gerne. Ansonsten schleife ich das jetzt halt mal so ein bisschen runter. Also das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich muss aber sagen, dass meine Geduld dann irgendwann nicht mehr ausgereicht hat. Vor allem nicht hier für die andere Hand. Da habe ich es dann doch geschafft, es abzupulen und dann sehen die Nägel viel schöner aus. Also die sind komplett unbeschadet und die sind schon so ein bisschen verkratzt. Allerdings ist da auch noch ein bisschen Base-Schicht drauf. Also das sieht man dann auch so im Profil und so. Und ja, jetzt lasse ich sie einfach so. Keine Ahnung. Viele sagen ja auch, man soll die Nägel zur Geburt ablackiert haben. Wenn dann da so Sauerstoffgehalt und sowas im Blut an den Fingern gemessen wird, im Krankenhaus auch wieder oder auch mit Hygiene und so. Ich glaube, vielleicht lasse ich sie jetzt auch einfach so pur. Einfach auch, weil ich jetzt keine gute Peel-Off-Base habe und da, glaube ich, erstmal warten möchte, damit das Ganze ein bisschen schneller in der Entfernung ist, wenn der Kleine dann da ist. Will ich nicht hier sitzen und 100 Jahre Maniküre machen mit dem Dremel-Ding und natürlich auch immer kurze Nägel haben. Und das ist, glaube ich, leichter, die zu maintainen, wenn die jetzt mal aktuell so sind. Ja, und jetzt warten wir auf die Hebamme. Alex ist hier hinten am Jonglieren. Ich bin schon besser geworden, glaube ich. Ja, jetzt unter Druck. Eigentlich läuft es bei mir immer unter Druck. Oh, jetzt ist der Fresh Air riesig, ey. Stell dir vor, du musst rückwärts seitlich einparken und hinter dir sind viele Autos. Da ist Alex maschinal drin. In die kleinsten Parklücken kommt er da rein. Ich bin dann richtig schlecht, ja klar. Und der Typ wieder. Unter Druck floats immer richtig. Oh je. <yeah. lacht> Ihr seht da draußen, wir haben die Lichterkette aufgehängt. Wir halten uns dieses Jahr nicht an Toten Sonntag, sondern haben das jetzt schon gemacht. Einfach, weil das so schön ist. Ich habe es mir gewünscht. Ich dachte mir, dieses Jahr darf ich mir das wünschen, dass wir schon früher anfangen, außen zu dekorieren. Weil das einfach so eine gemütliche Stimmung macht und das sonst so dunkel da an dieser großen Fensterfront ist. Gefällt mir sehr gut. Richtiger Weihnachtsvibe jetzt wieder. Wie faul kann man aussehen? Und was ich mich sehr oft bei diesem Kater frage, ist, warum er das Bedürfnis hat, über diesem Metallgestänge zu liegen und nicht einfach davor oder da innen drin. Plüschiges, plüschiges, plüschiges. Hallo. Und diese plüschigen Füßchen, oh Mimibär. So ein Süßmob. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Dienstagabend oder je nachdem, wann ihr den Vlog schaut. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Ich habe den Vlog jetzt fertig geschnitten, werde ihn jetzt hochladen und mich dann mit meinen gestrickten Socken wieder auf die Couch setzen. Dann möchte ich noch ein bisschen langsam mal Weihnachtsgeschenke recherchieren. Alex hat auch bald Geburtstag. Aber ja, die Woche wird, glaube ich, ganz gemütlich. Und am Freitag gibt es bei Mala was Neues. Da erzählen wir euch aber im nächsten Vlog ein bisschen mehr dazu. Macht es gut. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis dann. Tschüss.